Ja, bitte. Guten Abend. Nur mal herein. Komme ich ungelegen? Oh, Sie erscheinen ja heute in Gala. Gehen Sie auf eine Trauung? Nein, das nicht. Dann kommen Sie von einem Ball? Das auch nicht. Was dann? Ich, Aber warum stehen Sie? Bitte setzen Sie sich doch. Aber ich finde es besser, wenn Sie sich auch setzen. Jetzt nicht, ich muss mein Futter vorbereiten. Wenn ich Sie darum bitte. Sie haben mich überredet. Ich wollte Ihnen sagen, ich habe über Ihre Situation hier viele Überlegungen angestellt. Und über meine Situation. Und ich habe versucht, mir eine Vorstellung zu machen, wie das sein wird, wenn Sie von hier fortgehen. Und für mich ist das eine ganz schlimme Vorstellung. So schlimm, dass, falls Sie gehen, ich auch nicht bleiben würde. Aber was denn? Sie waren vor mir hier und Sie überleben mich. In der Zeit, als Sie noch nicht hier waren, habe ich von Ihrer Existenz nichts gewusst. Aber seitdem weiß ich davon. Daher will ich Ihnen den Vorschlag machen oder den Wunsch äußern oder die Bitte, dass ich mich doch noch bei der Mannschaft entschuldige. Nein, das nicht, nein. Was dann? Dass Sie mich heiraten. Wie bitte? Das ist bestimmt sehr vermessen, nicht wahr? Nein, als vermessen kann man es nicht bezeichnen. Wie kann man es sonst bezeichnen? Na, Sie erwarten sich ja keine Definition, sondern eine definitive Antwort. Ja, eine Antwort. Sie haben mich da ganz schön durcheinander gebracht. Ja, aber die Antwort, na, die erwarten Sie doch nicht heute gleich auf der Stelle. Wie Sie meinen. Ich meine, wir essen erst mal ein paar Häppchen zusammen. Ich beruhige mich ein wenig, wir köpfen noch eine Flasche Wein und am Schluss werden wir vielleicht mehr wissen. Oh. Für solche illegalen Rendezvous noch nie besonders viel übrig. Aber Sie. Aber ich war ja dafür, dass wir beide gemeinsam losfahren. Ja. Und Veronika wären die Augen aus dem Kopf gefallen. Wo fahren wir hin? Burg Pockstein. Von der habe ich nie was gehört. Ich auch nicht. Nur davon, dass das Burgfräulein damals wohl ein Biest war. Sie ließ ihre Liebhaber über die Zinnen in den Schlossgraben werfen. Nachvollzogenem Akt, selbstverständlich. Fahren Sie. Haben Sie sich denn so eingehend mit Geschichte beschäftigt? Ja, das war schon immer mein Steckenpferd. Die Geschichte gibt Ihnen auf jede Frage eine kluge Antwort. Manchmal zwar eine etwas unangenehme, aber umso zutreffendere. Meinen Sie nicht, Sie müssten sich daran ein Beispiel nehmen? Sie geben mir damit dezent zu verstehen, dass ich Ihnen noch eine Antwort schuldig bin. Hm? Meinen Sie, ich würde zu sehr drängen? Im Rahmen des Erträglichen.
muss ich sie wohl doch heiraten. Wir sehen uns hier in Flagranti ertappt. Sind Sie da? Ja. Darf ich Licht andrehen? So, wohin nun mit den Gefühlen? Der Junge macht Ärger in der Schule, sie wollen ihn raussetzen. Das Töchterchen ist schwanger. Der Mann hat sein Miezekätzchen verlassen. Oder umgekehrt ist er völlig Wurst. Und die Meute ruft, Maminka, komm wieder zurück zu uns. Wir können nicht mehr leben ohne dich. Aber sie haben bis jetzt noch nicht viel geäußert. Was soll man darauf sagen? Dass ich ihn am Kragen packen und rauswerfen soll. Oder sowas in der Richtung. Die Kinder können sie nicht am Kragen packen und rauswerfen. So etwa hört sich mein schlechteres Ich an. Und was flüstert ihnen ihr besseres Ich zu? Mein besseres Ich, das meldet sich nur, wenn ich von jemandem so richtig unter Druck gesetzt werde. Jetzt schweigt das alte Luder. Und deshalb will ich die Entscheidung in dieser verfahrenen Kiste diesmal auf Sie abschieben. Gibt es denn hier überhaupt etwas zu entscheiden? Ja, aber sicher. Jetzt, wo wir beide was miteinander haben. Oder haben wir nichts? Doch. Na bitte sehr. Aber Ihr Sohn und Ihre Tochter brauchen Ihre Hilfe. Auch wenn ich weiß, dass Sie auf mich pfeifen. Genau wie alle anderen jungen Kälber. Wenn ich Sie aus der Pfütze wieder herausgeholt und abgelegt habe. Trotzdem. Mit Ihrer Überredungskunst lassen Sie sich ausstopfen. Sie Überedelster von allen Überedlen. So, bitte. Das wäre jetzt wohl alles. Ja, scheint so. Na, wie man sieht, hat sich zur Verabschiedung vom diplomatischen Korps kein Schwanz eingefunden. Dann starte mal. Für Sie habe ich den ganzen Garten abgesucht. Das hier, das war die schönste, die ich finden konnte. Das sieht Ihnen ähnlich. Als Dank für alles, was ich verbockt habe, mussten Sie noch sentimental und kitschig werden. Sie haben die Rosen hier viel mehr gepflegt, als ich es getan habe. Und alles, was Sie sagten, das habe ich mir zu Herzen genommen. Du guck eine Weile weg. Und die Mannschaft kann zusehen. Waschbärchen. Sie sind das beste Mannsbild, das mir je über den Weg lief. Und ich habe nicht gewusst, dass es solche Menschen irgendwo gibt. Es ist schade, dass ich am Schluss das beste Mannsbild nicht mit einer so schlimmen Frau, wie ich es bin, zusammentut. Es ist fantastisch, dass Sie auf der Welt sind. Und wenn mich diese Strolche noch einmal ärgern sollten, dann schmeiße ich alles hin und bin mit dem nächsten Dampfer wieder bei Ihnen. So, und jetzt gib Gas. Thank you.
jetzt wird's aber Zeit, dass Sie kommen. Ich sitze hier die ganze Zeit wie bestellt und nicht abgeholt. Sind Sie's leibhaftig? Wer würde Ihnen sonst wohl hinterherzotteln? Nach Tünischtje, nach Bauer. Wer trennt sich wohl von seiner Familie, gibt seinem Gatten den Laufpass, packt seine Köfferchen und stürzt sich Hals über Kopf ins Abenteuer. Ob die Orthopädie hier wohl schon besetzt ist? Sie sind wirklich zu mir zurückgekommen. Ich bin im ganzen Leben nie einem Mann so auf die Pelle gerückt wie Ihnen, mein Lieber. Das ist herrlich. Folgen Sie mir jetzt in unsere Sauvage Eulenburg. Das ist überhaupt nicht herrlich, das ist mordstraurig. Sie sind total abgemagert. Und diese alte Bruchbude ist ein wahrer Albtraum, wenn man an Saubermachen denkt. Ich muss zugeben, vom Herbst meines Lebens hatte ich wahrhaftigen Gottes eine bessere Vorstellung. Und meine, die war viel, viel schlimmer.